Also ich äußere mich ja eher selten zu irgendwelchen Kommentaren oder so, aber in letzter Zeit ist schon wieder, langst du dir am Kopf, wie viel Idiotie hier unterwegs ist. Das ist Wahnsinn. Punkt 1. Ich mache keine Werbung für irgendwas, weil ich keinen Affiliate-Link drin habe oder sonst was. Die machen nicht mal ein, die haben nicht mal ein Affiliate-Programm. Ich mache dafür Werbung in Anführungszeichen, weil man da kostenlos spielen kann. Das ist auch kein Online-Casino, das nennt sich Social Casino, da kann man kostenlos spielen. Das spiele ich selber jeden Tag, wenn mir langweilig ist, weil ich in die Halle einfach keinen Bock mehr habe. Und da kann ich auch Merkur spielen. Ich spiele immer Cyborg Taos zum Beispiel oder Black Hole, was weiß ich. Da musst du kein Geld investieren und nichts. Das ist, nennt sich Spielgeld, du Pfeife. Das nächste ist, ja, wie gesagt, ich habe dafür auch kein Geld bekommen oder habe allgemein irgendeinen Nutzen davon. Das ist einfach nur ein Hinweis, statt in die Halle könnt ihr da spielen, kostenlos. Ich verstehe es nicht, das ist mir zu hoch einfach. Wie blöd und idiotisch ein Großteil der Leute ist, die kommentieren. Ist einfach zum Kotzen einfach. Dann, wenn sich Leute beschweren, es wird Werbung in den Videos geschalten, ey, hallo, hast du einen Vogel oder was? Oder haben sie dir ins Gehirn geschissen? Die, weißt du, du kriegst kostenlosen Content, musst nicht mal draufklicken, musst nicht mal gucken und beschwerst dich dann wegen 2 Minuten nicht einmal. Die hast du nicht mal, du kannst ja vorher wegklicken. Werbung? Weißt du, wie viel ich mit YouTube mache an Geld? Das sind 200 € Maximum im Monat. Als ob man davon einmal spielen investieren könnte für ein paar Videos. Die Kommentare, das ist doch nur von Leuten, die ihr ganzes Geld verzockt haben oder keinen Bock haben, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Dann die Kommentare gegen die Frau könnt ihr euch sparen. Das ist meine Freundin und es ist auch kein Sachsenmädel. Die gute Frau kommt aus Thüringen. Das ist ein riesenweiter Unterschied, aber anscheinend sind das. Ich komme selber aus dem Westen, also wenn man sagt so Wessi und Ossi, das geht in den Kopf vieler Westidioten einfach nicht in den Kopf rein, oder wie? Also ich verstehe es einfach nicht. Ey, ihr könnt euch einfach mal alle so schön verpissen oder sonst wie geht's. Lasst euch doch verarschen. Schaut doch bei irgendwelchen abgefuckten Idioten, die im Keller spielen, immer denselben Automaten haben, immer auf 2 € spielen oder was weiß ich, die normalen Zocker. Da seht ihr, dass nichts läuft. Also, dann Kommentare, früher war es der Beste, jetzt. Ey, ihr seht genau das, was ihr auch jeden Tag in den Hallen bekommt. Nichts anderes, keine Verarsche, sonst was. Also, ganz ehrlich, da fehlt mir alles. Wie blöd und affig das alles ist. Ihr könnt auch selber euren YouTube-Kanal aufmachen. Haut da so viel Werbung rein, wie ihr wollt. Macht keine Werbung, macht hier und das. Was weiß ich. Aber geht doch den Leuten nicht auf den Sack einfach. Wenn ihr richtigen Content haben wollt, von richtigen Casinos, oder halt Spielotheken, von echten Leuten, dann schaut euch. Oh, jetzt ist ein bisschen unscharf. Dann müsst ihr euch DDB anschauen. Der ist in Ordnung. Clubbing Man ist in Ordnung. Mercurstar spielt auch immer nicht daheim. Moneymaker macht auch sein Zeug ganz normal. Aber wenn ihr euch verarschen lassen wollt, dann schaut euch hier Risikocasino-Konsorten an, die Affen oder wie sie sich alle nennen hier, Merkur Bratans, wo immer derselbe Automat ist. Ey, ihr seid so, solche Lach. Also, das ist lachhaft. Tut mir echt leid, wenn man so deutlich werden muss. Oder nichts mit eingebildet oder sonst was zu tun, das geht mir einfach auf den Sack, wenn du jeden Tag irgendwelche idiotischen Kommentare hören musst. Das verstehe ich einfach nicht. Das ist mir auch zu blöd, wenn ich ehrlich bin. Es sind so viele korrekte Leute, die aber nicht sich irgendwie mit Kommentaren oder Dislikes oder sonst was profilieren müssen. Mit denen spreche ich auch, mit denen telefoniere ich und was weiß ich. Lauter coole, korrekte Leute. Oder wenn ich in der Halle jemanden treffe, wenn sie sich trauen, mich anzusprechen, weil ich bin natürlich so furchterregend, natürlich, ne? Dass man mich nicht ansprechen kann. Ich bin auch ein ganz normaler Typ. Also wenn er mich erkennt, dann kann er mich auch ansprechen. Habe ich nichts dagegen. Kannst dich mal cool untereinander unterhalten oder zusammenfluchen, was weiß ich. Also das ist mir echt.
weiß auch nicht. Also in dem Sinne wäre es vielleicht besser, wenn ihr einfach mal ein bisschen chillt. Hier könnt ihr euch schön entspannen, ausruhen, das mache ich auch. Und in dem Sinne, halt den Ball flach und verpisst euch einfach irgendwo hin, wo ihr anderen Leuten auf den Sack geht. Aber so eine Kinderkacke, ey. Das ist Content für Erwachsene. Und ich habe teilweise das Gefühl, ich habe hier mit lauter pubertierenden Heranwachsenden zu tun. Also es kann echt nicht sein. Ciao.